Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich muss ja irgendwie gucken, dass ich gerade mal. Ja, ich glaube, so passt es. Ja, okay, wunderbar. So. Da links fliegt irgendwas, aber ich glaube, das ist. Ja, also nichts, was uns irgendwie mag, interessiert oder was zu uns möchte, von daher ist es eigentlich egal. So, hier haben wir ja schon letztes Mal schön angefangen. Und jetzt ist natürlich so die Sache, reicht das? Ich denke schon, einen hat er hier drin schon fertig, das ist super. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier hinten, da wo wir schon angefangen haben, entsprechend mit einem Bohrer das Ganze versehen, um dann, ja, um dann eigentlich alles fertig zu kriegen. Genau. Ah, ich habe keine Panzerung dabei. Also keine Panzerplatten vielmehr. Ich glaube, wir hatten noch gar keine mehr, ne? Dann machen wir das anders. Hier ist noch so ein bisschen Restmasse. Wenn wir uns das einfach hier herholen, was wir brauchen. Genau, dann haben wir gleich ein bisschen Stahl, was wir benutzen können. Das ist auch mal endlich weg hier. Wird ja auch mal Zeit, ne? Das Raumschiff hat uns ja gute Dienste geleistet. Immerhin sind wir damit hierher gekommen. Aber jetzt so langsam kann der letzte Rest auch mal verschwinden. So, sehr schön. Doch noch relativ viel eigentlich. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das Inventar ist voll. Das reicht ja auch eigentlich für uns. So. Genau, dann gucken wir einfach mal, dass wir hier entsprechend das so hinkriegen, wie ich mir das gerne vorstelle. Ich hoffe, die sind jetzt trotzdem noch miteinander verbunden, die ganzen Sachen. Wäre seltsam, wenn nicht irgendwie. Na egal, wir testen das gleich mal. Okay. Ja, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Eigentlich war der Gedanke, das so zu machen. Genau, so ein bisschen hübsch, ne? Nur so ein bisschen. Muss nicht wirklich hübsch sein, aber so ein bisschen hübsch darf es sein. Genau. Deshalb ist, ich weiß nicht, so ganz ohne irgendwie so ein paar Details könnte ich das gar nicht. Genau. Und jetzt brauche ich eigentlich das hier. Ach, da brauchen wir ja wieder. Das ist immer noch zu sehen, ne? Aber keiner kommt so wirklich hier in unsere Nähe. Das ist doch einfach schrecklich. Achso, warte mal. Ups. Brauchen wir nicht. Ist zumindest damit verbunden. Das ist schon mal gut. Ich weiß ja gar nicht, ob das noch bis hierher zählt, ne? Ob der das noch bis hierhin schafft, alles. Egal. Das kriegen wir schon irgendwie noch raus. Genau, das legen wir dann hier drauf entlang. Oh, was zu trinken. Aber da müssten wir eigentlich noch was haben, bin ich der Meinung. Genau. So, vorsichtig. Genau.
müssen wir eigentlich nur... Ja, aber ich würde gerne, also ungern da vorne jetzt die Tanks haben wollen. Also ich möchte die schon gerne irgendwo hier unten drunter verbergen. Das würde sich jetzt hier ja natürlich anbieten, weil wir hier eh ein Leitungssystem haben. Ja. Was heißt, ich mache das Ganze mal so. Und auch wenn das hier nicht die feine Englische ist. Aber hier kurz... Genau. Einfach mal so ein bisschen was verhübschen. Ganz ehrlich, Stahlplatten sind jetzt nichts, was man großartig... Also wo man befürchten muss, dass man dann pleite geht, ne? Also nach dem Motto, oh nein, das werden wir nicht schaffen. Übrigens voll krass, ich zocke ja, weil es im Game Pass bei der Xbox drin ist, zocke ich ja den aktuellen Yakuza-Teil Like a Dragon. Und muss sagen, ich bin echt geflasht, das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt noch immer, also spieltechnisch bin ich schon bei über 20 Stunden. Storytechnisch bin ich irgendwie noch ganz am Anfang. Habe jetzt gerade so die, glaube ich, letzten Funktionen freigeschalten, ja, wo man dann eine Wirtschaftsfunktion, eine Simulation mit drin hat, weil man auf einmal eine Firma leiten muss und die zu Gewinn bringen muss und sowas, indem man sich um Angestellte kümmert und so weiter und so fort. Ziemlich krass erwartet man von so einem Spiel eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn man die Vorgänger gezockt hat, ist schon heftig, wie viel mehr man jetzt hier macht bei dem Teil. Also ich bin aber begeistert, ich finde das gut, ne? Also ich bin eher ein riesiger Fan der Reihe und muss sagen, die haben sich da diesmal selbst mit übertroffen. Also, Wahnsinn. Aber wir machen das hier mal so ein bisschen dicht, ne? Genau, einfach. Damit es vielleicht wieder ein bisschen hübscher aussieht. So, genau. Dann gehen wir hier runter. Machen das alles zu. Weiß noch nicht, wofür das gut ist, aber wir machen das jetzt einfach mal. Genau. Wunderbar. Da kommt auch noch eins rein. Sehr schön. Dann ist das dicht. Und wir haben da unsere Ruhe. Wobei... Ja, egal. Das lassen wir jetzt so. Dann mache ich einfach nur so. Genau, das... Weiß ich noch nicht, ob wir das hier dann jetzt auch machen. Das lassen wir jetzt im Moment erstmal noch so und dann passt das schon. Wichtig ist es eigentlich nur, dass wir dann den Wasserstofftank, den großen, dass wir die hier einbuddeln. Ja, also ich denke, ich werde hier einen dran setzen. Und hier. Und dann war es das auch schon platztechnisch fast, ne? Wow, wobei... ich jetzt nicht erwartet. Okay, dann haben wir hier 8 Tanks. Das sieht mir ganz vernünftig aus. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Die sind auch gut gelagert da unten. Ne, da kann man sich dann auch entsprechend hoffentlich sicher sein, dass das alles in Ordnung ist. Man kann ja sonst hier entsprechend hier zumachen, ne? Ja, irgendeine Möglichkeit gibt es ja schon, weil, seien wir ehrlich, wenn da einer eine Rakete reinsammelt, dann geht das ganze Ding sowas von hoch. Aber das soll uns im Moment egal sein. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen dafür sorgen, dass es ein klein wenig hübscher aussieht. Bin ich damit auch zufrieden. Genau, hier ist das dann entsprechend. Ah ja, wir sehen schon, er ist fleißig dabei. Das heißt, das gehört halt wirklich dazu. Sehr schön. So. Okay, dann kommt hier. Warte.
Vorsichtig. Genau, sehr schön. Dann betanken wir praktisch mit der Anlage da vorne, die wir dann variabel gestalten können. Da betanken wir dann entsprechend alles mit. So, jetzt brauchen wir schon mal Kolben, weil wir wollen das Ganze natürlich... Was zur Hölle ist das? Nein, Kleinkohle will ich nicht. Definitiv nicht. Okay. Die 7. Ja, wir arbeiten dann aber hier damit. Genau. Nee, das ist falsch. Genau das hier. Wir haben auch hier das richtig ausgewählt. Ah, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich haben wir hier nicht das richtige ausgewählt. Nein, nein. Okay, okay, okay. Vorsichtig, vorsichtig. Das ist jetzt die Sache, das ist eigentlich nicht weit genug weg. Ne? Eigentlich ist es wirklich nicht weit genug weg. Wir müssten eigentlich das Ganze so machen. Und müssten hier dann jetzt einen Motor. Nee, nicht Motor, Rotor. Genau. Und zwar den hier. Da kommt dann jetzt ein Kolben dran. Genau. Und an den kommt. Wir müssen erstmal das jetzt hier noch machen. Dann das hier. Und da kommen dann die einzelnen Schrauber ran. Das soll sich dann drehen, ne? Entsprechend. Genau. Aber dazu sollten wir vielleicht das hier wegnehmen. Dass wir einfach ein bisschen mehr noch machen können. Und wenn sich das jetzt nach unten fräst und wir das dann praktisch immer noch erweitern. Ja, ich denke, das sollte klappen. Mal gucken, wie schnell, wie weit er das jetzt hier schafft. Ich kann ja mal schauen, wie das hier mit aussieht. Stoßheit. Jetzt müsste ich rein theoretisch ganz weit rauszoomen. Ah, okay, so, so geht es. Das ist ja schön. So, auf hart anzeigen. Hatten wir nicht auf hart anzeigen? Nein. Da. Nein, 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 nein. Highlight Area, genau, da haben wir es. Okay, es ist irgendwie alles drin, so wie es aussieht, ne? Wir können ja mal... Ja, die... Höhe... Ist halt so... Nur die. Ja. Genau. Und das dann noch heute nach unten. Und sind wir immer noch hoch genug. Genau. Oh, dann bin ich auf jeden Fall auf Nummer sicher. Jetzt können wir auch näher ranzoomen wieder. Und das hier wieder ausnehmen. Genau. Besser ist das. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur Zeit, ne? Damit entsprechend die Naniten, ne? Hier haben wir schon angefangen. Das ist da, der erste ist auch schon bald fertig. Was fehlt? Stahlrohr groß. Puh, ne? Natürlich so eine Sache, ne? Stahl, große Stahlrohr. Puh. Ob wir das haben irgendwo. Das ist halt wieder so eine Produktionssache, ne? Kann aber schauen, hier drüben haben wir ja irgendwie noch so ein paar Triebwerke gehabt. Vielleicht haben wir da Glück, dass da noch was zu holen ist. Ich glaube zwar nicht.
Ah, doch, da waren noch ein paar. Siehst du? Da war noch was. Ups, 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 ups. Okay, was kommt da? Was kommt da? Ah, es kommt leider nicht zu uns geflogen, ne? Ah, irgendwie klar. Warte, nee, 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 nee. Das benutzt man lieber hierfür. Wir müssen halt wirklich so diese Raumschiffe abschießen, ne? Das wäre perfekt für uns. Damit hätten wir auf jeden Fall die Ressourcen, die wir hier bräuchten. Da bräuchte ich teuer einkaufen. Beziehungsweise selber auf Suche gehen. Ja. Das hätte schon Vorteile. Da-da-da-da-da-da-da. Kommt ein bisschen näher, aber eigentlich nicht. Eigentlich tut er das auch nicht. Ja, Motoren. Alles rein, was wir hier haben. Ja, uns fehlen die großen Steuerrohre. Aber gut, wir sind schon wieder drüber und ich habe in letzter Zeit eigentlich regelmäßig Überzeugung. Von daher war es das für heute und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder.